Yo Leute, was geht ab? Mucka hier am Start. Herzlich willkommen an diesem wunderschönen Donnerstag, wo es endlich mal wieder regnet. Und ja, man kann in Deutschland mal sagen, endlich regnet es, weil es war die letzten Tage doch sehr, sehr heiß. Ja Leute, was sehen wir hier? Wir sehen wieder Ark. Mal wieder sehen wir Ark. Und zwar die Map Valhalla. Wir haben einen neuen Server gesucht, haben keinen gefunden, muss ich ehrlich gesagt sogar sagen. Wir haben echt keinen Server gefunden. War... Ich weiß nicht, die meisten Server sind ziemlich blöd eingestellt. Entweder die Admins sind kacke, die Admins haben eine große Fresse oder wollen der Community nicht helfen und sowas alles. Oder die Server sind einfach absolut deplatziert oder falsch eingestellt, wie zum Beispiel 20-fach Farm und sowas. Das ist, finde ich, ich finde sowas einfach nicht spielbar. Ich spiele lieber auf Servern, wo es sehr langsam ist. Deswegen haben wir uns entschlossen, einfach mit der Community zusammen einen Server aufzumachen. Haben wir jetzt auch aufgemacht. Gestern Abend ganz spontaner Entschluss. Oh, hier, guck mal, da sind die Vögel. Sehr, sehr schön. Sehr schöne Map. Wir spielen auf Valhalla, der schönsten Map. Farmen und Tamen ist auf 2 Leveln, ist auf 4 hochgedreht worden heute. Map ist super, viermal so groß wie der Island. Was willst du eigentlich noch sagen? Wir haben geringe Mods. Ich habe überlegt, welche Mods sollen wir überhaupt laufen lassen. Wir haben zusammen mit der Community entschieden, also auf jeden Fall auf Map Valhalla, weil es einfach die geilste Map ist. Ich denke auch, mit Valhalla hat man auch den größten Erfolg, den Server voll zu bekommen, dass so viele Randoms joinen. Mit Randoms meine ich jetzt nicht, also einfach nicht Zuschauerleute, weil es gibt keinen Valhalla-Server zurzeit. Es gibt wirklich keinen, so der über 20 Spieler hat. ORP ist drauf, Offline Raid Protection, also PvP ist 24/7 an. Wenn ihr auf dem Server spielt, baut am besten ORP, dann haben eure Gebäude 10-mal so viel HP, Dinos haben 10-mal so viel HP. Vielleicht erhöhe ich das sogar noch ein bisschen. Stack Mod ist drauf, damit ihr große Sachen bauen könnt. Better Beacon Mod ist drauf, heißt also diese ganzen Luftdrops, wie zum Beispiel da unten, da sind bessere Sachen drin. Auch sogar ein roter. Also da findet ihr Mastercraft, ein roter, also gelbe und rote Items. Es lohnt sich auf jeden Fall. Server hat super Ping, 19er Ping, das, also er läuft wirklich lagfrei. Das werdet ihr auf keinem anderen Server, ihr werdet auf keinem anderen Server so flüssig spielen wie auf diesem hier. Das wird euch gefallen. Egal, ob ihr alleine kommt, ob ihr zusammen spielen wollt, Leute, also wie gesagt, ich mache ja auch ein bisschen Werbung in meinem Stream für diesen Server, weil wir spielen auf diesem Server jeden Abend und da werden sicher Leute kommen so. Und da findet ihr auch Tribe Member, wenn ihr alleine seid. Wir haben schon ein paar Zuschauer zu uns aufgenommen, aber wir wollen nicht zu groß werden. Und ja, ich weiß noch, von unserem alten Server werden da auch noch 2, 3 große Tribes mitkommen. Nach wie vor, ihr seid alle herzlich eingeladen hier zu spielen. Für alle die dem Pokémon Fieber entkommen können. Ich spiele nebenbei inzwischen auch Pokémon. Am Anfang habe ich das ja für nicht so doll empfunden. Inzwischen muss ich sagen, es macht mir schon sehr viel Spaß, aber mir fehlt noch ein bisschen an Content. Aber ich spiele das hauptsächlich, weil ich denke, es kommt noch guter Content. So Kämpfe und alles tauschen soll ja kommen. Und lieber jetzt anfangen als später. Also ich bin jetzt schon Level 21 bin ich, glaube ich, gestern geworden. Ich mache das immer nachts. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Stadt so eine Shisha-Bar und davor ist ein Stop. Und dann werfen wir da mal Lockmodule hin und chillen in der Shisha-Bar. Ist schon ziemlich cool. Ist schon ziemlich cool. Naja, allzu viel will ich hier auch nicht quatschen, Leute. Ich hoffe, euch geht das gut. Ich denke, das nächste Video wird wieder Dead by Daylight sein. Das macht zum Aufnehmen, macht, glaube ich, Dead by Daylight am meisten Spaß. Das ist ein richtig gechilltes Spiel. Ich weiß gar nicht, ob man dann inzwischen zu zweit anmelden kann. Sonst hole ich mir mal noch Fortress dazu. Ja, Leute. Haut da rein. Schönen Tag euch noch. Bis zum nächsten Mal. Peace and out. Immer schön krass jetzt essen. Yo.